Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Erika. So. Diesem interaktiven Thriller. Wir dürfen gespannt sein, was hier passiert. Von der Grundidee gefällt mir das sehr gut. Oh. Wo hat sie den denn her? Dabei bin. Jemand muss nicht auf den Teppich. Ah ja. Kein Putzen ohne Aufsichtsperson. Ach, okay, das ist eine Lala-Klinik, oder? Kein Putzen ohne Aufsicht. Nein. Komm her. Ignoriere sie einfach. Sie hat emotionale Probleme. Ich hoffe, du verreckst, Hannah. Ich bemühe mich. Was spielst du da? Das? Aria für Delphi von einem Typ. Keine Ahnung, ist sicher schon tot. Von einem Typ, aha. Hier, setz dich. Ich will dir was zeigen. Okay. Siehst du den Teil? Ist leicht. 4 Noten. Bam, bam. Bam, bam. Ganz einfach. Wird wohl unsere neue beste Freundin. Oh, 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 oh. Oh, oh. Scheiße. Ach du Kacke. Was ist hier los? Und der Rotz geht los. Nein, nein, nein. Kein Putzen. Kein Putzen ohne Aufsichtsperson. Krusty. Schon gut. Das macht nichts. Nein, 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 nein. Stopp! Hör auf damit! Verboten! Kirsty! Nein, 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 nein! Bleib ruhig! Hilfe! Hilfe! Ruhig. Lass mich los! Loslassen! Okay, haltet sie einfach fest! Nein! Lass mich! Nein! Ich bin ruhig, ich bin ruhig! Sie hat nichts getan! Bitte! Bitte, nein, das ist nicht. Mann. Ich wollte doch nur helfen! Die Arme. Sergeant Blake ist hier. Er erwartet dich im Büro. Wieso werden wir denn in der Lala-Klinik untergebracht, ey, mein lieber Mann? Mein Gott. Erica Mason. Du siehst aus wie deine Mutter. Letztes Mal konntest du kaum über den Schreibtisch sehen. Ich bin Lucien Flowers. Wandbild des Personals, Puppe aus der Kindheit, Verzeihung. Bitte. Sie schenkten mir eine Puppe, als ich klein war. Ich hoffe, es war auch die richtige. Hast du gut geschlafen? Ist manchmal etwas unheimlich hier. Es ist ziemlich scary. Die Patientinnen haben es oft schwer. Aber wir leisten großartige Arbeit und helfen ihnen. Ist das so?
Ich hoffe, es stört dich nicht. Aber ich habe was für dich. Was ist es? Oh, naja, was ist da drin? Ein Feuerzeug? Mutter zu ihrer Hochzeit. Ich habe es aufbewahrt. Hey. Tut mir leid. Ich habe gerade mit der Forensik gesprochen. Erica, es ist wahrscheinlich, dass der Mörder deines Vaters auch Mr. Johar getötet hat. Es gibt vielleicht andere Opfer, von denen wir nichts wissen. Kann ich irgendwas machen? Uns fehlen die Anhaltspunkte. Aber Mr. Flowers hat etwas vorgeschlagen, wodurch du dich an das Gesicht des Mörders erinnern könntest. Ach ja. Was meinen Sie? Es ist wie eine Therapie. Dein Vater hat sie entwickelt. Es ist gänzlich schmerzfrei. Absolut sicher. Na gut. Okay. Okay, von mir aus. Ich zeig dir ein paar Bilder, die dich entspannen und deinen Verstand öffnen sollen. Dein Vater entwarf die Regressionstherapie, um unseren Traumapatienten zu helfen. Das erste Bild ist ein Test. Sag mir einfach das Erste, was dir einfällt. Himmel. Gut, sehr gut. Wenn dir etwas Wichtiges einfällt, dann schreib es bitte auf. Ich weiß, es ist schwer, ein Trauma erneut zu durchleben, aber du bist hier sicher. Fangen wir an. Natur. Natur. Sekte. Sekte. Baum. Gefahr. Maske. Oh, die sind aber echt schnell hier. Tiere. Alter Schwede. Jetzt rasten sie aber völlig aus, ey. Da war auch das Zeichen wieder. Wer etwas sehen kann. Ist das so? Was muss ich denn jetzt machen, da links und rechts? Also, beide gleichzeitig ziehen. Schon vorbei. Schon vorbei. Alles okay. Was für ein Scheiße. Ganz ruhig. Was zur Hölle haben Sie mit mir gemacht? Schon gut. Du hast gemalt. Du hast die ganze Zeit nur gemalt. Ah ja. Warum hast du sie gemalt, Erika? Warum deine Mutter? Warum denn nicht?
Deine Mutter sagte mir, dieser Ort war ihr ganzes Leben. Sie arbeitete hier, verliebte sich hier, gebar dich hier und später starb sie auch. Hier. Das ist ja super. Dr. Ballard meint, ich soll dir das hier zeigen. Die Prozedur durchzumachen war sehr mutig. Es ist kein Wunder, dass du deine Mutter sahst. Elodie Erica Mason. 6. August. Alter 28. Es ist ein komplexer Prozess. Es braucht Zeit. Gib nicht dir die Schuld. Ich will es nochmal versuchen. Ruh dich aus. Entspann dich. Wir versuchen es später. Komm mit. Alles klar, plärrte Jonathan. Solange es nicht in deiner Hose ist, Alter. Elodie Mason. In Memory. In Memoriam. Wife, Mother and Dearest Friend of Delphi House. Delphi. Dein Vater ließ den Oleander in Andenken an deine Mutter pflanzen. Ihre Lieblingsblume. Sie bringen uns Glück. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich los! Entschuldige. Manchmal haben die Frauen einen harten Tag. Einige wollen sich manchmal nur nicht offenbaren. Hannah, dass du schon wach bist? Das ist Erica Mason. Sie bleibt für eine Weile bei uns. Ich hab dich heute früh vollgeblutet. Die bringe ich zu Doc Ballard. Wir machen Parfum. Machst du mit? Hast du kein Problem? Du kannst dich natürlich auch gern Toby anschließen. Eigentlich gibt es gleich Mittagessen. Die Auswahl ist groß. Warum schnappst du dir nicht einen Happen und triffst ein paar der anderen Frauen? Klar. Wer genießt nicht gern ein schlechtes Sandwich im Beisein von Fremden? Gern, Parfüm klingt gut. Im antiken Delphi wurde gerne der Oleander genutzt. Gehen lieber mit der Bluterin her. Damit könnten sie in die Zukunft sehen. Das wurde angezündet und die Dämpfe inhaliert. Sieht so ein bisschen aus, als machen wir einen Salat. Ethanol. Also ich bin mir ja nicht sicher, ob das so klug ist, dass hier Verrückte mit Ethanol spielen, aber gut. Schade eigentlich. Sie hätten es einweichen und Parfum draus machen sollen. Ich sehe lieber die Zukunft, als gut zu riechen. Erica, kannst du mir die Streichhölzer vom Schreibtisch geben? Schublade oben links. Sicher. Unser Feuerzeug kriegt die nicht, auf gar keinen Fall. Ich gesagt, oben links. Ja, die Sache, ach so. Oha. Erica? Erica, es tut mir so leid. Oh, woher haben Sie das? Lucien gab sie uns zum Jubiläum. Jeder bekam eins. Wenn's dich tröstet, ich sehe das Ding ständig irgendwo rumliegen. Schwer zu übersehen. Tut mir leid. Ich hatte das nicht erwartet. Nein, das ist alles meine Schuld. Ich habe nicht nachgedacht. Ich sag dir was. Ich mache es wieder gut. Komm mit. Also hätten wir ihr das Feuerzeug gegeben, hätten wir das wahrscheinlich nicht gefunden.
Tu du es. Ja, Feuerchen können wir. Das läuft. Jetzt müssen wir nur noch warten. Zum Glück habe ich vorher schon welches gemacht. Ja, so ein Glück. Stell das neben dein Bett. Und ich verspreche dir die süßesten Träume. Aha, da weiß ich ja noch nicht, ob das alles so mit rechten Dingen hier zugeht. Wahrscheinlich kommen wir jetzt in irgendwie so eine Art Delirium oder sowas. Könnte ich mir echt vorstellen. Sind auf jeden Fall die Typen, die im Hintergrund rumliefen, als wir in der Rezeption standen. Scheint ja irgendwie so eine Art Sekte oder sowas zu sein. Ich gehe davon aus, dass sein Dad auch da drin war. Ziemlich teuer aus. Was ist hier los? Erika hat ein Päckchen. Ist ziemlich groß. Das ist was da wohl drin ist? Eine PS4 vielleicht? Öffne es. Denn? Oh. Fängt sie direkt an zu bluten? Alles okay? Zurückbleiben. Gib ihr Platz. Alter Verwalt. Da geht ja echt was ab. Von wem ist es nur? Ist es sein Tattoo? Das Paket wurde gestern gesendet. Wir suchen eine Beschreibung des Absenders. Hier, sieh dir das an. Da wohnt Karl Steinbeck, der Nachtwächter. Es sieht sehr idyllisch aus. Wir haben ein Team vor Ort. Er wird vermisst. Ist er tot? Wir tappen im Dunkeln. Wahrscheinlich schon. Warum hatte er dieses Symbol auf seinem Arm? Es hing früher über dem Eingang. Es stammt vom Apollon-Tempel in Delphi in Griechenland. Ihr Motto war, kenne dich selbst. Dein Vater fand es, passt doch zu uns. Nachdem er starb, wurde das Schild entfernt, aber Karls Tattoo blieb. Dann ist da noch das hier. Warum die Puppe? Auf dem Arm ist ein Mal. Ein Schmetterling, genau wie dieser.
Wir müssen zurück in deine Wohnung. Du musst dich für mich umsehen und herausfinden, ob sonst noch etwas fehlt. Pack dort ein, was du benötigst. Ganz egal was. Du wirst wohl noch eine Weile bleiben. Mhm. Alles in Ordnung? Ja, sicher. Na, lass das Mädchen mal alleine. Ich hab da ein gutes Gefühl. Ist auf jeden Fall ihr Buch mit den Zeichnungen. Warte da. Mach die Tür zu. Oha. Polizei, öffnen Sie die Tür oder ich öffne sie mit Gewalt. Ich werde jetzt die Tür eintreten. Oha, wie sieht's denn da drin aus, ey? Ich will folgen. Ja, irgendwie. Lass uns mal überraschen, was in der Bude los ist. Sieht echt abstrakt aus. Überall sind wieder diese Zeichen. Eieiei. Oha. Hatte jemand ziemlich Langeweile scheinbar. Ist aber nicht das Mädel, ne? Gucken wir mal an, wer das ist. Das ist wahrscheinlich hier dieser Portier, der Rezeptionist oder wie man ihn auch nennen mag. Hausmeister, keine Ahnung. Aber von der Statur könnte der das sein. Was hat der denn im Mund? Bist du ja. Ich hörte, eine Psychokillerin verfolgt dich. Stimmt das? Hab gehört, sie verfolgt dich schon seit du klein warst. Ja, sie wohnte direkt neben mir. Oh je, und ich dachte, ich hab's schwer. Sie wollen bald an mir operieren. Das Positive ist, die Medikamente sind klasse. Sie lassen mich von Blumen träumen. Oleander, der vom Himmel fällt. Heute Morgen
sah ich dann in meiner Hand. Okay, Hannah, es ist soweit. Im Nachtschränkchen in der Schachtel. Ich hielt sie in der Hand, als ich aufgewacht bin. Komm bitte. Also mit dieser Klinik stimmt auf jeden Fall was nicht. Keine Sorge. Wir kümmern uns um sie. Naja. Ob ich die nochmal wiedersehe, ich weiß es nicht. Also sollen wir jetzt im Nachttisch hier nachgucken. Sie kommt nicht zurück. Ich habe es schon mal gesehen. Die Nasenbluten. Die Anfälle. Sie stirbt. Keiner will es sagen. Aber es ist wahr. Gib das her. Boah, knall ja eine. Richtig so. Gib mir die Box wieder, sonst kriegst du noch einen. Ich sehe sie, wenn ich schlafe. Pinke Blumen fallen vom Himmel. Oh. Genau wie Hannah. Ist schon okay. Alles wird gut. Hey. Ist auf jeden Fall sehr verdächtig, wenn das mehrere Leute kriegen. Scheint dir ja irgendwas irgendwie zu verabreichen, was diesen Scheiß auslöst. Die meisten davon sind im Labor, aber ein paar Sachen solltest du dir ansehen. Kein Grund zur Sorge. Der Chief Inspector wollte, dass wir das hier machen. Warum machen wir das nicht auf dem Polizeirevier? Du hast so viel durchgemacht. Wir möchten nur, dass du dich so wohlfühlst wie möglich. Kommen Sie rein. Das Wasser kocht. Chief Inspector? Was denkst du? Sind wir nah dran? Ist dir das? Fehlen ein paar Details. Okay. Was ist damit? Das war in ihrer Wohnung. Ihr Name ist Mia Green. Sie war Patientin im Delphi-Haus. Sie hatte engen Kontakt zu deiner Mutter. Sie wollte sie andauernd schützen. Manchmal auf aggressive Art. Und sie kannte meinen Vater. Es ist leider etwas komplizierter. Erica. In der Nacht, als deine Mutter starb, brach Mia Green in die Arzneikammer ein.
Sie starb an einer Überdosis. Nein, sie hat es vorgetäuscht. Vielleicht. Wir haben vor Gericht eine Exhumierung beantragt. Bis dahin solltest du am besten im Delphi-Haus bleiben. Brauchen Sie Hilfe? Nein, das geht schon. Blake, würden Sie... Bei Corker? Ja, hier ist Sergeant Blake. Unverzüglich. Ich muss gehen. Jemand brach ins Delphi-Haus ein. Ich komme mit Ihnen. Du nicht. Es ist nicht sicher. Aha. Beharren akzeptieren, beharren. Ich komme mit. Nein, Erica. Er hat recht. Er fängt auch, kriegt auch Nasenbluten. Erica, alles okay? Du blutest. Gehen Sie. Ich kümmere mich um Sie. Das Badezimmer ist dort. Den Gang runter. Das wird wieder. Und damit sind wir aber auch leider wieder am Ende dieser Folge. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch in der nächsten Episode ein, um zu sehen, wie es hier weitergeht. Vielen Dank und bis bald.